Hallo und willkommen bei IDEA TV. Bei der Vielzahl an Nachrichten in diesem Jahr fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Welche Ereignisse besonders bedeutsam waren, zeigt unser Jahresrückblick für Deutschland. Mehr als 13.000 Menschen kamen vom 25. bis 29. Mai zum Jugendkongress Christival 22 in die thüringische Landeshauptstadt Erfurt. Laut dem Vorsitzenden Carsten Hüttmann war das Event ein voller Erfolg. Die jungen Christen konnten neben Konzerten auch an Gottesdiensten, Sportangeboten und tiefgründigen Workshops zu Glaubensthemen teilnehmen. Erstmals ist im Jahr 2022 aus der Kirchenstatistik der Deutschen Bischofskonferenz der katholischen Kirche hervorgegangen, dass weniger als die Hälfte der Bewohner Deutschlands einer der beiden Großkirchen angehören. Der Willow Creek Leitungskongress 2022 wurde Corona-bedingt von Februar auf den 25. bis 27. August verschoben. Insgesamt haben 3.700 Christen an der Veranstaltung in der Leipziger Messehalle teilgenommen. 1.000 weitere Interessierte waren an 8 unterschiedlichen Übertragungsorten online dabei. Das Verfahren wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung gegen den Bremer Pastor Olaf Latzel geht weiter. Nach dessen Freispruch im Mai 2022 hat die Staatsanwaltschaft im August ihre Revision begründet. Sie sieht Latzels Aussagen weiter als strafbar an. In einem Eheseminar soll er unter anderem Homosexualität als Degenerationsform der Gesellschaft bezeichnet haben. Im Fokus des Kongresses Leben Würde stand vom 21. bis 23. Oktober im christlichen Gästezentrum Schönblick in Schwäbisch Gmünd der uneingeschränkte Lebensschutz. Der Jahresrückblick endet mit der geplanten Überlegung der Bundesregierung, die Bibelzitate an der Kuppel des Berliner Stadtschlosses zeitweilig zu überblenden. Das Vorhaben, das im November geäußert wurde, erntete bereits vielfach Kritik. Beispielsweise erklärte Günter Noke, Landesvorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises der CDU-CSU, dass die Regierung damit ihre eigenen Wurzeln verleugne. Soweit der nationale IDEA-Nachrichtenrückblick. Wir wünschen Ihnen eine gute und gesegnete Zeit. Tschüss und bis ganz bald.